Ihr seid auf der Suche nach den billigsten Ultimate Team Coins bzw. FIFA Points? Dann checkt auf jeden Fall gerne den ersten Link unten in der Beschreibung aus zu meinem Sponsor Golda und spart dort dann nochmal mit dem Code DGTV 3% bei eurem Einkauf. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Nach unserem Wechsel in der letzten Folge von der Hertha zu Borussia Dortmund wird es dann leider Gottes langsam aber sicher auch Zeit, goodbye, adios, arrivederci oder auch einfach nur tschüss zu sagen von unserem Haus hier in Berlin. Ich meine, schaut euch das einfach an, das war so ein schönes Haus und jetzt geht es vom Osten Deutschlands in den Westen von Berlin nach Dortmund. Ich glaube auch irgendwie, dass die Polizei wegen der letzten Folge hier schon ein bisschen vor der Tür wartet, deswegen würde ich mal sagen, schnell weg hier! Okay. Da wir ja momentan kein Auto haben, ist es schon ein bisschen schwer, durch ganz Deutschland quasi zu fahren. Aber mein Bro Aubameyang hat mir seinen Fiat-Wagen, seinen Lamborghini, den wir hier sehen können, mal ausgeliehen, um wenigstens die Fahrt von Berlin nach Dortmund zu bewerkstelligen. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Grüße gehen raus an meinen Bro Aubameyang. 2000 Jahre später. So, endlich angekommen hier in Dortmund. War eine ziemlich lange Fahrt. Wir sehen hier auch schon unter anderem unser neues Zuhause, den riesigen fetten Tower, in dem wir uns ein Penthouse gemietet haben. Grüße gehen an der Stelle auch nochmal an meinen Kollegen Marco Reus raus, der mir hier ein Penthouse empfohlen hat, weil das Ganze hier scheinbar ziemlich schick sein soll. Im ganzen Tower werden wir dann natürlich nicht leben, wäre natürlich ziemlich sick gewesen, aber dazu fehlt uns halt leider Gottes noch so ein bisschen das Geld. Irgendwann, schwöre ich euch Leute, werde ich diesen ganzen Tower besitzen. Aber naja, ich würde es mal sagen, wir packen Aubameyangs Lamborghini in die Tiefgarage und schauen uns dann mal unser neues Penthouse an. Das ist also die Tiefgarage. Das ist schon ziemlich krass. Hier können insgesamt 10 Autos stehen. Mal schauen, wenn wir die 10 Autos voll haben werden. Jetzt aber erstmal mit dem Aufzug in unser Apartment. Beziehungsweise unser Penthouse. Wir sehen schon, das Ganze ist sehr modern eingerichtet. Ich gehe jetzt hier einfach nochmal ein bisschen durch, präsentiere euch das Ganze minimal und dann machen wir auch direkt mal weiter, weil ich will jetzt hier nicht wieder 2 Minuten einer Wohnungstour verschwenden. Also das Ganze ist, wie gesagt, sehr modern gehalten. Hier gibt es auch noch Treppen, um nach oben zu kommen in das zweite Stockwerk, ist aber jetzt auch nicht komplett riesig, also im Vergleich zu unserem vorherigen Haus ist das Ganze schon etwas kleiner geworden, aber ich finde, es sieht auch luxuriöser quasi auch so ein bisschen aus hier in diesem Tower, so ein Penthouse zu haben. Das kostet natürlich einiges an Geld, aber ich denke mal, man bezahlt hier schon zurecht. Wie gesagt, hier auch noch der krasse Ausblick, also kann man sich auf jeden Fall gönnen. Jetzt aber erstmal wieder warten auf das Team of the Week von EA Sports, denn ich denke mal, mein Bro Aubameyang und ich könnten da sehr wahrscheinlich drin sein. Da haben wir es beide sogar reingeschafft, das freut mich für uns beide sehr. Also wir haben schon mal ein sehr starkes Debüt für Dortmund abgeliefert, Aubameyang, von dem erwartet man sowas natürlich auch. Also beide sehr verdient, meiner Meinung nach, im Team of the Week vertreten. Ja Leute, es gab einige, die waren nicht zufrieden mit der Vereinsauswahl, es gab andere, die waren nicht mit den Anfangsszenen von GTA zufrieden, aber das Fazit der letzten Folge war, ich kann es ja natürlich nicht jedem recht machen. Einige fanden die Wahl Dortmund gut, andere fanden meinen Humor voll okay und fanden das sogar auch witzig, andere eben nicht, das ist halt ganz normal. Trotzdem muss ich sagen, dass Dortmund einfach das Beste für unsere Karriere ist und mir ist auch ganz ehrlich egal, wenn mich Leute als Wanderhure oder so bezeichnen, ich bezeichne mich ja selber als Wanderhure und ich finde es auch jetzt nicht irgendwie schlimm oder beleidigend oder so. Ich meine, Leute, das ist nur ein Spiel und wenn ich jetzt die ganze Zeit bei Hertha sein würde, dann würden sich auch einige Leute beschweren, hey, sei noch nicht so lange bei Hertha etc. etc. Und vor allem eine Folge davor meinten die Leute noch, ja, ist doch voll okay, wenn du wechseln möchtest. Und ich meine, Dortmund ist schon eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Hertha, auch wenn wir jetzt in der Tabelle gerade mal 2 Plätze vor Hertha sind. Wir sind immerhin 6 Punkte vor der Hertha und haben eigentlich sogar immer noch die Chance, ganz oben mitzuspielen, denn wir sind gerade mal 3 Punkte hinter dem ersten, hinter Borussia Mönchengladbach, und das ist schon sehr ordentlich. Ansonsten würde es mich natürlich auch wie immer freuen, wenn wir für die heutige Folge 2000 Likes packen. Obwohl, komm, wir sind jetzt hier am Samstag am Start. Ich hoffe, dass ich das Video noch früh am Morgen schneiden kann, dass es auch relativ früh am Morgen online kommt, so gegen 10, 11 Uhr. Sollte das Ganze, denke ich mal, irgendwie hinkommen. Sagen wir mal 3000 Likes. Samstag haben natürlich alle viel mehr Zeit und so. Es sind ja auch jetzt hier nicht gerade viele Bundesligaspiele am Start und so. Ich glaube, nur am Abend international müsste Deutschland auch vielleicht sogar spielen. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wenn wir 3000 Likes packen, wäre das Ganze echt mega sick und dann würde es direkt morgen am Sonntag die nächste Folge der Spielerkarriere geben und damit würde ich sagen, Nummer 9 ist am Start. Wir starten rein ins erste Spiel der heutigen Folge gegen den Tabellenersten, gegen Borussia Mönchengladbach. Wir sehen uns gleich wieder.
Das Duell der Borussias, Gladbach gegen Dortmund. Wir gehen rein in das Ganze mit einem Sieg. Würden wir punktgleich ziehen mit dem momentanen Tabellenersten. Wir sind hier in einer sehr bestechenden Form. Okay, gegen Hamburg leider ausgeschieden, aber das ist halt der Pokal. Da kann sowas auch mal gut und gerne passieren. Aber ansonsten, letztes Ligaspiel einfach mal 2 Tore gemacht, einen Elfmeter rausgeholt. Das war schon, ja, okay, jetzt spiele ich hier tausende Fehlpässe, wo ich gerade mich irgendwie loben möchte. Das war schon ziemlich ordentlich. Also bin ich ziemlich gespannt, wie das Ganze jetzt in der heutigen Folge aussehen wird. Los geht's, wir sehen uns in der ersten Szene. Was ein Pass von Aubameyang. Jetzt müssen wir uns hier einmal durchsetzen und das Tor machen. 23. Minute. Aubameyang mit der Vorlage. DGTV netzt ein. Und wir treffen zum 1:0. Schönes Ding. 10. Saisontor müsste das Ganze jetzt sein. Also wir sind sogar zweistellig gekommen. Einmal hier gegen Vestergaard durchgesetzt. Der 1 Meter oder die 2 Meter sind entscheidend. Schöner Finesse in die Ecke und das ist das 10. Saisontor für Dennis DGTV. Ja moin, da schießt du ein Tor und hast eine 7,4er Bewertung. Geil. Oh mein Gott, Dortmund Defensive mal ein bisschen stabiler stehen. Ich weiß immer noch nicht, wer dieser Ramirez ist. Aber solange er seinen Job als Innenverteidiger macht, habe ich auch nichts dagegen, wer er ist. Ja, ey, ich habe die falsche Sprint-Taste gedrückt. Ich wundere mich schon. Hä, warum hört er jetzt auf zu sprinten? Ja, moin, wenn du die falsche Taste drückst, Dennis, dann musst du dich auch gar nicht wundern, wenn der GTV nicht läuft. Okay, erste Halbzeit ist vorbei. Wir haben ein Tor erzielt. Bisher war das Tor aber auch gefühlt so das einzige Highlight der Partie. Also, wir schauen mal auf die zweite Halbzeit. Bin ich gespannt, ob der Tabellenführer auch mal ein bisschen zeigt, dass er Tabellenführer würdig ist. Weil bisher, muss ich sagen, wundere ich mich auch schon so ein bisschen, dass Gladbach Tabellenführer ist, weil die spielen jetzt schon nicht wirklich würdig wie ein Tabellenführer. Oh, Merino durch die Lücke. Ah, da sind die Verteidiger ein bisschen im Weg. Ja, komm schon, pass auf mich, hier sage ich. Pass auf mich, jawohl, kommt an. Aubameyang, Dembélé, Flanke auf uns, Kopfball, komm schon, nochmal, nein. Nicht nachlassen. So sieht's aus. Okay, Kopfbälle muss ich auch zu meiner Verteidigung sagen. Ich bin ja jetzt nicht das Kopfballbiest schlechthin. Da haben wir einen Aubameyang für, der das Ganze gut macht. Vargas im Tor von Gladbach. Stimmt, da war ja was. Vargas, der hat mich ja ganz schön aufgeregt, wo wir bei Hertha waren. Da war ja was. So, Aubameyang. Pass zurück auf uns. Und der Schuss abgefälscht. Bin nochmal gefährlich. Yep, ich find's total toll. Ich werde gefoult und dann steht da, lass den Ball laufen. Ja, wie soll ich den Ball laufen lassen, wenn ich gefoult werde, Spiel? Sag's mir. Sagt ihr es mir doch vielleicht. Wie soll ich den Ball laufen lassen, wenn ich gefoult werde? Das ist echt so eine Logik, dieses Bewertungssystem. Das ist echt erstaunlich. Oh, Champions League spielen wir als nächstes gegen Manchester United. Ja, das wird, denke ich mal, ein ganz interessantes Spiel werden. Oh, Strobel. Nicht ungefährlich. Schuss geht aber am Tor vorbei. Oh, jetzt hier durchsetzen. Schönes Ding. Pass spielen. Guerrero. Ja, wir haben immer einen guten Pass gespielt. Gab immer noch mal ein bisschen was für die Bewertung. Ausdauer ist nicht mehr da. Das heißt, viel Sprints machen werde ich jetzt nicht. Flanke kommt rein. Nicht gerade gut, nicht gerade gefährlich. Rode nochmal mit dem Kopfball. Guerrero mit dem Pass auf uns. Mal schauen, was sich jetzt hier noch machen lässt. Vielleicht mal zur Torlinie laufen und eine flache Flanke in die Mitte hauen. Ja, war nicht ungefährlich. Schöne Idee dahin. Ja, Spiel lobt mich für meine Ideen. Finde ich nicht schlecht. Aubameyang, was ein Pass auf uns. Wir setzen uns durch und der Schuss geht am Tor vorbei. Ja, das ist sehr schön gespielt. Das hat was. Das hat auf alle Fälle was. Wie wir das schön gespielt haben. Aber, ja, der Schuss geht dann leider am Tor vorbei. Vielleicht mit ein bisschen zu wenig Kraft, vielleicht ein bisschen zu flach geschossen. Damit ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen gegen den Tabellenersten mit 1:0 aus unserer Sicht. Und das durch niemand Geringeres als Dennis DGTV. Ich denke mal, bei Aubameyang, bei Dortmund und bei den Fans schon ein Fanliebling geworden. Und das nächste Spiel ist gegen Manchester United in der Champions League. Wisst ihr was, Leute? Und genau deswegen bin ich zu Borussia Dortmund. Ja, dann schauen wir mal. Wir werden wieder mit weniger Fitness in das Spiel reingehen. Das liegt aber auch daran, dass wir wirklich gesetzt sind bei Borussia Dortmund. Was ein gutes Zeichen ist. Ich hoffe jetzt auch mal, dass Marco Reus spielt und vielleicht auch mal irgendein anderer Innenverteidiger anstelle von diesem Ramirez in der Dreierkette. Ich weiß nicht, was bei Dortmund innenverteidigermäßig schiefgelaufen ist die letzten Jahre, wo ich jetzt hier nicht wirklich auf den Verein geguckt habe. Aber Ramirez in der Endverteidigung ist jetzt nicht so fresh, aber okay, müssen wir halt mit leben. Reus spiele man von Anfang an, vorne im Sturm natürlich DGTV und Aubameyang, das Ganze im Signal Iduna Park gegen die Truppe von Man United und José Mourinho und Pogba und Ibra und Rooney und wie sie nicht alle heißen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, ja, das erste Mal genau diese Hymne hören. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Gefühl, Gänsehautgefühl hier schon im Signal Iduna Park. Es geht ran gegen Manchester United im Champions League Achtelfinale.
Wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Griezmann spielt logischerweise natürlich bei Manchester United. Mal gucken, wie das Ganze in der Zukunft um die Personalie des Franzosen aussehen wird. Ob wir irgendwann hier in der Karriere auch mal auf so einem Level spielen werden. Bin ich ziemlich gespannt. Wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Los geht's. Hier direkt die erste Szene. Ball gewinnen. Oh, Griezmann, Bürki hält. Was war das bitte für ein Kopfball? Also warum steht er da bitte so frei? Ich weiß es nicht. Aber Manchester United scheint schon mal ordentlich Druck nach vorne machen zu wollen. Pogba mit dem Schuss am Tor vorbei. Die 120 Millionen Euro Depp-Maschine hier mit der Chance. Diesmal aber am Tor vorbei. Oh, da ist Carrick durch. Wie kommt Carrick bitte durch? Also das ist wirklich der Letzte, von dem ich jetzt erwarte, durchzukommen. Bei Griezmann und Co. kann ich es ja verstehen. Aber wenn Michael Carrick da schon... Oh nein, Michael Carrick, ich hätte lieber nichts sagen sollen. Ja, das war schon ziemlich gefährlich. Oh nein, Bartra, komm schon, Junge. Bartra, geh mal ein bisschen drauf hier. Geh mal ein bisschen drauf hier. Oh mein Gott, Carrick. Ja, moin. Neuer Stürmer ist da bei Manchester United gefunden. Brauchen eigentlich gar nicht in jeder Karriere 20 Stürmer zu verpflichten. Michael Carrick übernimmt den Job auch so. Oh, jetzt Fosu-Mensah an die Latte. Und das war die erste richtig... Okay, es ist die zweite richtig dicke Chance. Also, die Defensive schwimmt momentan so ein bisschen gegen Manchester Uniteds Offensive. Also, das muss mal irgendwie in der Zukunft ein bisschen besser werden. Ansonsten sehe ich hier ziemlich schwarz dafür, dass wir hier irgendwas rausholen können. Oh, Martial läuft hier so einfach durch. So einfach! Und dann... Och, Mann! Was ist das denn bitte von der Defensive? Der läuft einfach durch, wie er möchte, spielt mit den Verteidigern, wie er möchte, schießt, wann er möchte und schießt ein Tor. Das kann doch nicht der Ernst sein. Nee, was ist das bitte? Der marschiert da einfach. 1, 2, 3, 4. Ja, machen gar nichts. Schauen einfach nur zu. Geil, wirklich, Leute. Super. Ja, der Freiraum ist sofort weg. Sofort weg. Das ist wirklich permanent so. Und bei uns, Dreierkette. Steht offen wie sonst was. Löchrig wie ein Schweizer Käse. Und bei Manchester United, du kommst einmal an den Ball, da kommt ein Short zu dir angelaufen. Da hast du die Innenverteidiger und bei uns niemand. Niemand steht da, wirklich. Niemand steht bei den Angreifern. Oh, Aubameyang, den Pass hatte ich jetzt nicht erwartet. Das ist kein Abseits, das ist kein Abseits. Komm schon, Junge. Och, Mann. Am Tor vorbei. Letzte Folge hat mir auch jemand unten in die Kommentare geschrieben, dass Aubameyang Rechtsfuß ist. Hätte ich mir auch schon denken können bei seinem schlechten Abschluss mit links. Versprecher, Verbrecher. Yep, 3 Minuten Nachspielzeit, keiner steht mehr hinten. Herrera nochmal mit einem sehr guten Schuss. Bürki pariert aber nochmal zum Glück. Also Schlimmeres wurde hier, muss man sagen, echt in manchen Situationen auf alle Fälle verhindert. Ja, vielleicht kriegen wir nochmal die Chance. Schiedsrichter wird meiner Berechnung nach sehr wahrscheinlich gleich abpfeifen. Komm, gib mir nochmal die eine Chance. Gib mir nochmal bitte die eine einzige Chance. Bitte. An Smalling vorbei. An Smalling. Ja. Trainingsschuss für David De Gea. Trainingsschuss. Trainingsschuss. Ja, kann man den Controller auch weglegen, Leute. Trainingsschuss für David De Gea, ey. Holy moly. Beste Gelegenheit war ein Trainingsschuss für David De Gea. Manchester United gewinnt wirklich absolut 1000 Millionen % souverän hier bei uns im Signal Iduna Park. Hart, hart. Ein Schuss, ein Tor, Martial, Pogba, die konnten wirklich mit uns machen, was sie wollten. Wirklich machen, was sie wollten. Stehen bleiben, rumstehen, nichts tun, mal laufen, mal Körper einsetzen. Wirklich alles hätte bei dieser Dortmund-Defensive funktioniert. Aber gut, alle guten Dinge sind 3. Wir nehmen nochmal das Spiel gegen Wolfsburg mit rein. Liegt natürlich nicht daran, dass diese beiden Spiele jetzt nicht gerade die highlightreichsten waren. Wir stehen natürlich in der Startformation, weil Schonung oder so ist natürlich nie angesagt bei uns. Wir gehen rein in das Ganze und sehen uns gleich wieder. Komischerweise sind wir sogar wieder bei 100%. Aubameyang gerade so ein bisschen Schwäche gerade mit der Fitness, aber wir sind immerhin bei 100%. Also geben wir mal alles für das Spiel und holen 3 Punkte hier gegen den VfL Wolfsburg. Los geht's. Oh, schöner Pass auf uns und da ist das Tor. Wieder ist es die 23. Minute. Wieder ist es Dennis DGTV. Sehr schön. Also die Finesse-Schüsse, ich habe sie lange probiert und jetzt funktionieren sie endlich. Wir sehen es hier, Aubameyang. Dann ist es Julian Weigel und wir mit dem Finesse-Schuss. Jedwai kommt nicht früh genug dran. Und dann netzen wir zum 11. Mal eine der Saison. Oh, scheiße. Oh, bin momentan ziemlich müde. Man merkt schon ein bisschen am Gehen. Ja, okay. Da ist der Ausgleich. Achel Correa ist der Torschütze. Bürki will Correa gar nicht gehen lassen. In der 26. 3 Minuten später erzielt Wolfsburg das Tor. Also ich weiß echt nicht, was mit dieser Dortmund-Defensive los ist. Aber ich finde es ja auch nicht so schlau, als Trainer so einen Piszczek direkt ins Zentrum der Dreierkette zu tun und so einen nicht mal 70er Random die ganze Zeit spielen zu lassen. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist.
Solange er seinen Job eigentlich ganz okay macht, meinte ich ja, dass es mich schon irgendwie nicht interessiert, weil das ist, aber so, wir kriegen einfach so viele Gegentore, das kann doch gar nicht sein. Oh, gut, den Ball hier erobert, komm schon, in die Mitte ziehen, auf den richtigen Moment warten, einen richtig guten Pass auf Julian Weigel spielen und der Schuss danach ist mal wieder absoluter Crap. Ja moin, Mali wird hier immer von drei Leuten attackiert und in der Mitte stehen zwei frei. Zum Glück ist das Ganze nochmal gut gegangen. Erste Halbzeit ist vorbei, es steht momentan 1-1. Mal wieder gehen wir in Führung und so circa zwei Minuten später kommt der Ausgleich vom Gegner. Das ist jetzt nicht gerade das erste Mal, dass sowas passiert. Also das müssen wir mal irgendwie in der Zukunft versuchen zu unterbinden. Aber ansonsten läuft es ja bisher gar nicht so schlecht. 2:45 Minuten, los geht das Ganze. Wolfsburg ist übrigens gerade Tabellenzweiter, Dritter oder so. Also mal wieder ein Top-Duell, das zweite schon für die heutige Folge. Oh, Rode, warum spielt der Typ überhaupt bei Dortmund? Oh, was war das? Oh mein Gott, da wäre fast das 2-1 gewesen. Also, es gibt zwei Spieler, die ich nie in der Stadt verstehen werde. Das wäre einmal Sebastian Rode und daneben Mikel Merino. Warum spielen die immer von Anfang an, wenn man Götze hat? Oder, weiß ich nicht, Kagawa oder so. Oh, was ein Pass hier. Übers ganze Feld auf Dennis DGTV. Und jetzt müssen wir eigentlich einfach nur noch auf den richtigen Moment warten. Oder den Ball einfach nicht selber reintun. Ja, moin. Geile Sache, wirklich. Oh, da steht wirklich niemand. Kommt, nein. Ich konnte ihn nicht auf Aubameyang weiterspielen. Ich hätte ihn sowas von auf Aubameyang weitergespielt, wenn ich es hätte gekönnt. Wie auch immer. Ihr merkt schon, es ist relativ spät. Ich faul nochmal. Deutsch ist nicht mehr am Start. Und wir beenden das Spiel mit 1-1. Außer Gerhard haut hier nochmal wirklich einen raus. Aber nee. 1-1 endet das Spiel. Letzten Endes 11. Saison hat er nicht gereicht, um gegen Wolfsburg auch 3 Punkte zu holen. Ziemlich schade, aber ja, was sollen wir machen? Gut Leute, damit würde ich sagen, war es das für die heutige Folge der FIFA 17 Spielerkarriere. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, das Ziel für die heutige Folge sind 3000 Likes. Können wir das Ganze packen? Wäre echt mega nice von euch. Und damit würde ich sagen, ja, machen wir nochmal eine Trainingseinheit zum Abschluss und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein und ciao.